So, hallo meine Lieben. Hier bin ich wieder. Also ich bin Brigitte, Fachärztin für Allgemeinmedizin und noch ein bisschen mehr. Habe beinahe 30 Jahre in der Reha-Klinik gearbeitet, bin seit dem 1.1. im Ruhestand aus verschiedenen Gründen. Die Maskenpflicht daran nicht unerheblich. Ich habe nämlich ein großes Problem mit der Maske und deshalb auch ein Attest. Unerhört. Und auch nicht der Konflikt mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Der bin ich ja damit entgangen. Meine wenigen Mitstreiter diesbezüglich in meiner Reha-Klinik kämpfen noch unverdrossen. Bis auf die paar Drohbriefe seitens einiger Gesundheitsämter hört man da ja im Moment nicht viel. Ich wollte jetzt eigentlich nicht groß drauf eingehen, aber offensichtlich ist es doch ein Problem. Also diese Briefe sind völlig illegal. Ich weiß nicht, wer die verteilt hat, ein Gesundheitsamt zum anderen. Da gibt es im YouTube ganz gute Infos dazu. Also eins davon ist eine Rechtsanwältin, Ellen Röhring. Die kann ich nur empfehlen. Man muss die Frau Bahner mit dem nicht strapazieren. Das ist mehr ein arbeitsrechtliches Problem als ein medizinrechtliches. Also wer diese Briefe bekommt, Widerspruch einlegen. Da fehlen auch ganz wichtige juristische Dinge. Aber das kann die Frau Röhring viel besser erklären als ich jetzt. Und ja. Jetzt stehen wir am Vorabend der Entscheidung über die allgemeine Impfpflicht. Vieles wurde spekuliert, der Mainstream berichtet ziemlich widersprüchlich. Sicher ist wohl nur, dass die Impfpflicht ab 18 vorübergehend vom Tisch ist. Als ich das gestern geschrieben habe, hat sich wieder einiges getan. Dann kam die Impfpflicht ab 50. Es wird verbissen drum gekämpft, eine Mehrheit zu bekommen. Der eine will dies, der andere will jenes. Jetzt sind wir bei der... Also einer der Anträge lautet auf eine Impfpflicht ab 60, ja, von der zumindest einige der Anwesenden betroffen sein könnten. Die sogenannte Begründung lautet, man könnte eine Überlastung des Gesundheitssystems verursachen. Mir kommt es vor wie eine Schuldzuweisung, wir würden Krankenhäuser an den Rand des Zusammenbruchs bringen, nur weil wir ein bestimmtes Alter haben. Genozid! Wie absurd! Nur durch eine willkürlich festgelegte Altersgrenze wird man doch nicht zu einer Gefahr für die Menschheit. Altersdiskriminierung! Protestieren die 60-Jährigen alleine, das ist wahrscheinlich abgezogen. Aber wir sind alle irgendwann mal 60. Wir sind langsam, langsam. So, ich kenne aber ganz anderes. Ein Teil meiner langjährigen Stammklientel, meistens mit der Diagnose COPD Stadium 4, Zustand nach Exazerbation, auf Deutsch Raucherlunge im Endstadium nach wiederholtem Infekt, Tage- oder wochenlanger Beatmung und durchgemachter Entwöhnung. Davon muss man nämlich auch wieder entwöhnt werden. Die strapaziert das Gesundheitssystem sicherlich ganz anders. Die kriegen ihre Infekte 3, 4, 5 Mal im Jahr. Hat man das denen zur Vorwurf gemacht? Ich nicht und andere auch nicht. Was unternimmt man dagegen? Sagt es mir. Nix. Zigarettenautomaten werden weiter aufgestellt. Zigaretten, die sind schlimmer. Wenn wir jetzt bei einer altersbezogenen Impfpflicht sind, können, droht uns die Gefahr von anderen altersbezogenen Dingen, nämlich keine Hüfte mehr ab 77, keine Dialyse mehr ab 66. Leute, spitzt die Ohren. Abgesehen davon, unser Gesundheitssystem war nie überlastet. Und wieso soll sich das ausgerechnet im Herbst ändern? Weil eine gefährlichere Variante kommen könnte? Ein natürliches Virus wird niemals gefährlicher, nur ansteckender. Sollte das anders sein, wäre das ja fast ein Beweis für ein nicht natürliches Virus oder Gain-of-Function-Eingriffe. Auf Intensiv haben wir übrigens momentan die niedrigste Belegung seit Beginn der Aufzeichnungen. Auf den Normalstationen haben die Patienten zumeist positive Tests neben ihrer Einweisungsdiagnose.
Ja, aber es sterben doch jeden Tag 200 bis 300 Menschen an Corona. Jeden Tag sterben 2600 Menschen, vorwiegend an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das macht ein Drittel aus. Und an Krebs, das macht ein Viertel aus. Und an dritter Stelle kommen dann Atemwegserkrankungen, und zwar alle. Und da ist eigentlich auch Corona dabei. Ich habe Corona besiegt. Ja? Ich war zu Hause. 6 bis 10%. Und weil die Atemwegserkrankungen jetzt nicht mehr Grippe heißen, darf man nicht mehr daran sterben. Und Lauterbach will diese Toten unbedingt verhindern, auf Kosten unseres Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Ja, ist er denn der liebe Gott? Und was war bitte 2018? Lauterbach muss weg! Lauterbach ist die neue Variante. Lauterbach muss weg! Schon 2005 berichtet der Spiegel, dass 30% der Grippetoten durch Coronaviren verursacht werden. Die waren schon immer ein Teil der Atemwegserkrankungen. Und im Übrigen haben wir derzeit überhaupt kein außergewöhnliches Sterbegeschehen. Ja, und Long-Covid, wer weiß denn, was das sein soll? Und ist es bitteschön nicht mein persönliches Risiko? Genau. Ja, ich habe auch Corona gehabt, war eine Erkältung. Ja. Mit Husten, Schnupfen und Halsweh. Grippaler Infekt hat man das früher gemacht. Hat mir übrigens eines meiner geimpften Kinder aus dem Moor mitgebracht. 2G-Veranstaltung war das. So. Und sein Vater hat er auch angesteckt, der war geboostert oder ist geboostert, der lebt noch. So, und die Gesellschaft habe ich damit gekostet. Mein Schnelltest habe ich nämlich noch selber gemacht als Ärztin. Ein PCR-Test und ein Freitest. Dass ich krank werde, hätte ich auch so gemerkt. Und dass ich mich wieder gesund fühle, dazu hätte ich auch keinen Test gebraucht. So viel zu dieser freiwilligen oder unfreiwilligen Quarantäne. Auch dazu wollte ich eigentlich gar nichts groß sagen, weil Lauterbach ja irgendwann verkündet hat, am 1. Mai ist die Quarantäne freiwillig. Seit ein paar Stunden hat er das wieder zurückgezogen. Die Deutschen sind nämlich zu dämlich. Ja, wenn man sagt, Quarantäne ist freiwillig, dann rennen die Gesunden alle, die Kranken alle raus und stecken die alle an. Also früher ist man zu Hause geblieben, wenn man krank war. Da war man froh, wenn man eine Krankmeldung gekriegt hat. Ah ja. So, und jetzt. Ja, also wie gesagt, bis jetzt war die. Wir haben ja schon viele Begründungen für die Impfpflicht, Solidarität, Schutz von Vulnerablen und die ganze Leier, die kennt ihr ja. Zuletzt war es die Überlastung des Gesundheitssystems. Jetzt habe ich heute noch mal auf YouTube geguckt und nun gestern Abend bei Lanz redet Lauterbach davon, er will unbedingt Tode verhindern. Das wäre nun der Grund für die Impfpflicht ab 60, komme was wolle. Ich will aber nicht gerettet werden. Karl, ich will kein Kind von dir und ich will auch nicht gerettet werden. Das kann ich nämlich selber. Also diese ganzen angeblichen Gründe für eine Impfpflicht sind mittlerweile so absurd, dass ich euch nur sagen kann, bleibt guten Mutes, gebt nicht auf und lasst euch nicht verkackeiern. Egal, was morgen passiert. Selbst wenn das morgen beschlossen wird, ist es noch lange nicht in trockenen Tüchern. Und dann gibt es ja auch noch die ganz banalen organisatorischen Probleme mit dem Papiermangel zum Beispiel. Auf die deutsche Gründlichkeit könnt ihr euch verlassen. So, ja. Auf die so langsam auch im Mainstream auftauchenden Impfnebenwirkungen will ich an dieser Stelle gar nicht eingehen, werde aber doch noch ein bisschen was dazu sagen. Dazu gibt es mittlerweile einen Fokusartikel und seit heute Morgen auch ein Interview von Daria von den Mutigmachern.
dort wurde darüber gesprochen, dass nach der Postmarketing-Studie und der Zulassungsstudie von Pfizer dieses Medikament niemals auf den Markt hätte kommen dürfen. Biowaffe. Ja, wie auch immer. Ich meine, ich rede ja hier auch von Impfpflicht und Impfungen, aber es sind weder Impfungen, noch ist es ein Impfmittel. Okay, also zusammengefasst. Weder medizinisch, wissenschaftlich noch juristisch findet sich eine Grundlage für eine Impfpflicht. Nicht allgemein und auch nicht einrichtungsbezogen. Wenn wir die allgemeine vom Tisch haben, dann muss auch die einrichtungsbezogene vom Tisch. Es gibt an, egal in welchem Zustand, geimpft, geboostert, sonst was. Morgen können unsere Parlamentarier beweisen, wie gut sie informiert sind. Also wenn ich an dieses junge Ding da denke, was wollte sie haben? Eine Herdenimmunität und so weiter. Und ja, also das sieht man ja schon, welcher Wissensstand da vorhanden ist. Nämlich, Wissen ist immer noch eine Hohlschuld. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ich habe noch ein paar peinliche Fragen. Wo sind überhaupt Kohortenstudien? Ich kenne keine einzige deutsche Kohortenstudie. Ganz frisch auch. England hat es fertiggebracht. Erhebungen über den Immunstatus der Bevölkerung zu erheben. 99% aller Engländer haben Antikörper. Die Impfquote ist niedriger als bei uns und die Boosterquote genauso. Ich habe übrigens ein Kind in England. Ich bin dort öfter mal. Ja, also das kam ganz frisch rein heute von Reitschuster. Ich konnte es jetzt nicht überprüfen, aber ich gebe es jetzt mal so weiter. Dann gibt es, wie ja jeder weiß, überhaupt keine vernünftigen Statistiken. Man muss nur sagen, an oder mit. Es ist so lächerlich. Es gibt keine deutschen Zahlen. Wir zehren immer noch von den englischen Zahlen. Die kriegen es fertig. Warum wir nicht? Ja, wahrscheinlich. Kein Geld mehr. Ja, das Problem ist, wir sind weder technisch noch sonst wie aufgestellt im Brieftaubenalter, Zeitalter, Faxgeräte und so weiter. Es gibt keine vernünftige Infrastruktur. Ja. Dann Aufklärung über und Behandlung des flächendeckenden Vitamin-D-Mangels in Deutschland. Ich hatte selber die Gelegenheit, meinen Patienten Vitamin-D-Spiegel abzunehmen. Die waren jenseits von, so unterirdisch. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Mensch, der ohne künstliche Zufuhr einen normalen Vitamin-D-Spiegel hat. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Auf der anderen Seite müssen Leute, die sich für ihren Vitamin-D-Spiegel interessieren, diese Untersuchung selber bezahlen. Das ist ein Unding, das gehört in den Krankenkassenkatalog aufgenommen und behandelt. Ja, und nicht nur die Bundeswehr muss mit schlecht oder gar nicht funktionierendem Material arbeiten, auch unsere Gesundheitsämter. Da werden sie beschäftigt mit nutzlosen Erhebungen und wie gesagt, die Ausstattung ist jenseits von Gut und Böse. Und zum Schluss gehören RKI und PEI aufgelöst. Angeblich gehören. Ob niemand im Ausland neidisch auf uns sein soll, ich kann es nicht verstehen. Diese Behörden arbeiten weisungsabhängig. Die
müssen wieder unabhängig werden und vernünftig geleitet. Es gibt übrigens im RKI eine Abteilung, die gut funktioniert. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Influenza. Die betreibt ein vernünftiges Monitoring. Ansonsten das übrige Monitoring kann man in den Wind schießen. Ja. Ja, also schauen wir mal, was morgen passiert. Lass die Flügel nicht hängen. Was ich anbieten kann, ist Beistand für die, die zu viele Ängste haben. Ich kann euch versichern, ihr braucht keine Ängste haben. Diese Absurdität wird spätestens am Bundesverfassungsgericht scheitern. Nämlich einen neuen Körper können sie uns nicht stiften. Wenn sie meinen, wir können eine andere Arbeit annehmen, das ist schon frech genug, aber einen neuen Körper hat auch das Bundesverfassungsgericht nicht für wir uns. Wir haben nicht genug Geld, um das Habert zu füttern. Genau, genau, das meine ich auch. Habert muss weg! Habert muss weg, ja. Okay. Also das war's zur Impfpflicht. Ich sehe aber noch andere Bedrohungen auf uns zukommen. Da möchte ich nur mal so ein bisschen sensibilisieren. Ich sage nur CO2-Abgabe, Gasembargo, Erhebung von Vermögen, Lastenausgleich. Kann man sich über alles informieren. So, und dann lasst mich heute mit einem Stoßseufzer enden, den ich während meiner Tätigkeit öfters mal ausstoßen musste. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Wir brauchen keine Sicherheitsmaßnahmen, keinen Basisschutz, kein betreutes Denken. Wir brauchen gesunden Menschenverstand. Vielen Dank. Brigitte. Josef, jetzt wolltest du noch was erzählen. Josef möchte noch was erzählen zur allgemeinen Impfung. Lauter! Der Josef wird jetzt sehr laut zu euch sprechen. Hallo Josef! Hallo Leute, hallo Menschen! Ich habe ja letzte Woche schon mal meine Sorgen und Ängste kundgetan. Aber in der Zwischenzeit gibt es wieder eine Neuigkeit, die möchte ich nicht zurückhalten und dann nochmal was zu dieser blöden morgigen Impfabstimmung sagen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ihr vielleicht mal mitschreibt, wie viele Kranke und Tote Geimpfte ihr in eurem Umkreis kriegt. Unsere Liste ist heute wieder um einen Namen größer geworden. Ich habe von meiner Tochter erfahren, dass ein 41-jähriger Vater nach der Impfung einen Herzinfarkt bekommen hat. Und nur noch zu 10% war das Herz fähig zu überleben. Er hat es gerade so geschafft. Und der Arzt, und das ist sehr selten, hat wirklich zugegeben, dass es direkt von der Impfung kommt. Und seine Frau, die ihn dazu überredet hat, sich impfen zu lassen, die ist natürlich jetzt total entsetzt und traurig. Und das ist jetzt kein Fake, wie gesagt, das haben wir vorhin erfahren. Ich habe mir in der Zwischenzeit Gedanken gemacht, was für Politiker wir eigentlich haben. Ich bin auf zwei verschiedene Sorten gekommen. Das ist meine Meinung jetzt. Einmal haben wir Politiker, die überhaupt keine Ahnung haben, die einfach das machen, was sie von irgendjemand gesagt bekommen und in Kauf nehmen, dass Zehntausende von Leuten oder Menschen, die geimpft, das ist ja keine Impfung, die bearbeitet werden mit dieser Gentechnologie, dass sie Nebenwirkungen haben. Und wir haben Tausende von Toten, die an dieser Gentechnologie sterben. Die sind einfach zu doof, das zu merken. Aber auch ein Nichtwissen wird sie nicht vor Strafe beschützen. Ich möchte diese Leute im Gefängnis sehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und wir müssen mit morgen mit Nein abstimmen. Das war die eine. Da
Das waren die einen, die einfach zu doof sind. Die anderen, die sind viel schlimmer. Die wissen wahrscheinlich, wie schlimm diese Gentherapie ist. Und die verhöhnen uns, indem sie verlangen, dass wir uns gentherapeutisch unterziehen müssen. Die lassen auch täglich Tausende sterben an der Impfung. Und die lassen auch Zehntausende an Nebenwirkungen zum Teil jämmerlich dahinsiechen. Und diese Leute sind viel, viel schlimmer. Und die möchte ich, wenn es soweit kommt, im Zuchthaus sehen. Das war es eigentlich, was ich loswerden wollte. Dankeschön. Wer möchte noch? Hallo euch alle. Hallo. Ich bin der Jürgen aus Waldorf. Eigentlich wollte ich nichts sagen, aber ich dachte, ich muss es doch mal loswerden. Ich war jetzt 2 oder 3 Wochen nicht hier, weil ich habe was ganz Komisches gehabt. Ich hatte so ein bisschen Schnupfen und Husten, so ein bisschen Gliederschmerzen. So was gibt's noch. Man soll es nicht für möglich halten. Und ich hatte eigentlich ein bisschen Angst, weil ja jetzt unsere Regierung uns so großartige Lockerungen zugebilligt hat seit dieser Woche, dass das hier nachlässt. Aber ich bin stolz auf euch, dass doch so viele wieder hier sind. Ich kann nur an euch appellieren. Macht weiter! Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass unseren Eliten noch einiges einfällt und dass wir spätestens im Herbst vielleicht froh wären, es wäre wieder so wie 2021. Davor habe ich Angst. Und deshalb müssen wir auf die Straße und gucken, dass er immer noch jemand mitbringt. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Schönen Abend. Ja, vielleicht wäre es nützlich, wenn ich einen kleinen Hinweis darauf gebe, auf ein Ereignis, was mir vor 3 Jahren passiert ist. Also mir lauter Sprecher. Mir ist quasi ein dickes Buch vor die Füße gefallen. Habe ich nur ein paar Euro bezahlen müssen. Habe ich gewundert. Also erstmal, die Tatsache ist, es hat 1004 Seiten. Und da habe ich gewundert, also so toll geschrieben, dass es auch Volksschüler verstehen können. Also so toll. Also das hat mir so zu Herzen genommen auch. Und dann auch 2 Seiten gefunden, die die Tatsache über Corona schildern. Und zwar 90-100% aller Menschen werden sie infizieren. Und ein Mittel dagegen gibt es nicht. Und dieses Buch hat die Besonderheit darin, dass es ein Professor Dr. Klein geschrieben hat als Herausgeber. Und dieser Professor hat auch in Heidelberg Studierende unterrichtet. Und bitte. Oh, no, danke. Vielen Dank, Arten, das weiß ich, wie Sie heißen. Vielen Dank. Und zu Ehren von Dr. Klein sollen in Heidelberg, sollen die Heidelberger Studierenden einen Fackelzug veranstaltet haben. Das hat ein anderes Zeichen, das hat die Studierenden so begeistert, wie er die ganze Welt von den Schädlingen, naja, auch Bakterien, alles Mögliche gehört noch viel dazu, hat erklären können. Und ich verstehe nicht, dass Ärzte, die auch ihren Bildungsstand daraus heben konnten, nichts dagegen was getan haben. Also sind auch vielleicht nur 10% der Ärztinnen und Ärzte, die auch die ihre Patienten aufklären, auch Fragen wegen Impfen und so weiter, ohne Impfung und so weiter. Und ich habe auch vor einiger Zeit eine Ärztin in Hasloch besucht. Und bei ihr in der Praxis sind ihre Prozessauszüge auch einsehbar, weil sie ihren Patientinnen und Patienten freie Wahl gelassen hat, mit Mundschutz oder ohne, wurde sie vom Gesundheitsamt überrascht, auch von der Ärztekammer in Rheinland-Pfalz, und wurde verurteilt, glaube ich, mit 15.000 Euro Strafe. Oh, pfui. Ja.
Und so, ne, auch mich hast du gefragt, soll ich Maske tragen oder nicht? Also, naja, das sind auch etwa nur 10%. Und dann die Menschen alle, die mit der Wahrheit vorangeschritten sind die ganze Zeit, auch vielleicht 10%, also auch was vielleicht mit Impfskeptiker zu tun hat und so weiter. Also ich bin da einfach noch heute noch so frustriert, warum das, was in den Lehrbüchern so erfolgreich geschrieben worden ist, nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Also von denen jedenfalls in Berlin. Ja, genau. Ich habe mit einer Dame gesprochen, also ich brauche die Namen nicht sagen, sagen solche Bezeichnung. Also ich sage immer der Obernarr, also der ist, oder der Hofnarr noch besser. Er ist nämlich vom Wahlkreis 101 in Köln gewählt worden, mit einem Direktmandat. Und wenn er noch glaubt, noch in 30, 40 Jahren soll die Pandemie weiter bestehen, naja, dann müsste er ja noch 100 Jahre, 1900 Jahre alt werden. Also naja, gut, vielen herzlichen Dank, die ich begleiten durfte. Das war mein erster so langer Spaziergang. Ich habe geglaubt, dass ich es nicht schaffen würde. Mir geht das super wohl, Leute. Super. Herzlichen Dank. Ich habe beobachtet, sie hat wirklich alle Streifen gründlich überwacht. Also ich bin auch stolz. So, ja, vielen Dank. Ich fand es total toll. Ich fand es einen ganz, ganz wunderbaren Abend, eine richtig gute Atmosphäre. Ja. Ich bin auch immer noch ganz beeindruckt, dass wir so einen harten Kern haben von Leuten, die uns jetzt so lange hier begleiten, die jetzt seit 3 Monaten hier sind. Und ihr habt gesehen, wie viel Spaß es macht, ohne Maske, wie gut es tut. Sagt euren Freunden Bescheid, bringt alle noch jemanden mit nächste Woche. Wir machen weiter, wir bleiben weiter hier, wir werden weiter Aufzüge machen und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt und wenn wir das hier so lange machen können, wie es notwendig ist. Ich danke nochmal den Ordnern, die haben ja heute nicht so viel zu tun, das ist ja jetzt wirklich ein sehr angenehmer Job. Ich danke auch nochmal der Polizei. Die hat auch nicht viel zu tun, aber es ist trotzdem super, dass sie uns das ermöglichen. Es wird jetzt alles entspannter, hoffen wir mal, dass es so weitergeht und dass es nicht wieder schlimmer wird. Wir sind natürlich auch dafür hier, dass es nicht wieder schlimmer werden kann. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Heimweg, einen wunderbaren Abend und freue mich drauf, euch nächste Woche hier wieder zu sehen. Ach ja, die Ordnerbänden bitte hier vorne wieder abgeben, die werden manchmal vergessen. Vielen Dank.